Hallo in die Runde, willkommen zur nächsten Rocket-Vorstellung. Ich kann euch sagen, der Stachel von letzter Woche 0 zu 1 in 12 Spielen, kein Gewinnspiel, der sitzt mir doch noch ein bisschen im Fleisch, habe ich nicht so einfach verkraftet, wie ich erst gedacht habe, wie ich vielleicht auch behauptet habe. Nein, das war eine bittere Liste und das soll sich natürlich, wenn möglich, nicht wiederholen. Also mit anderen Worten, ich habe mir jetzt auch gesagt, lieber dann wieder eine Schippe mehr als zu wenig reizen. Und dann schaue ich mal, wie sich das in dieser Woche anlässt. Erstes Spiel wird hier gleich schon hochgereizt. Ihr könnt das sehen. Ich habe drei Buben, Karo 10, König, Dame 9. Das muss mir beim Rocket doch als Grangansatz reichen. Zwei Zehner auch zu drücken, heißt natürlich auch, die sind blank. Wenn Spieler 1 hier durchzieht, und da sehen wir es, er zieht durch auf 48. Ich halte die 48, dann, wenn er das Spiel will, dann muss er mir schon 50 sagen, und ja, bei 50 ist nun mal kein Halten mehr, nicht mit zwei blanken Zehnen. Diesen Granghand kann ich wohl im Leben nicht gewinnen, wo vor allen Dingen Spieler 2 in Vorhand auch noch was gereizt hat. Ja, ich denke mal, wir werden ihm nicht viel tun können, denn ich habe, wie gesagt, diese beiden blanken Zehner im Spiel, im Blatt. Doch, er spielt erstmal nicht den Grang, sondern er spielt Herz. Na gut, da sieht es vielleicht schon ein wenig anders aus, denn die Trumpf 10 werde ich jetzt natürlich heimbekommen. So, mein Partner öffnet Karo Lusche, kommt mir irgendwie blank vor. So, und eine Trumpf Lusche ist da auch noch. Das ist doch herrlich. Und jawohl, der vermutlich Zweitrümpfer kommt hier zum Überschlag auf meiner langen Farbe. Trumpf habe ich jetzt mindestens schon den Gleichstand zum Alleinspieler. Das hat sich für uns gut angemacht. Gut, Kreuz Ass nimmt er raus, aber jetzt spielt der Trumpf, damit ist er verloren. Jetzt habe ich hier den Trumpfabzug und danach noch zwei Karo-Stiche im Blatt. Das sollte für uns reichen. Da kriege ich das Trumpf Ass. Kreuz Ass hatte er, Karo Ass hatte er, ja, und Pik Ass hatte er auch noch und eine 10. Mensch, das ist aber jetzt wirklich bitter. 43 hat er gerade bekommen, weil er jetzt den Mut nicht gehabt hat, mit vier Assen und einer 10 den Grang zu spielen. Klar, der Herz sah auch gut aus, da hat er 5 Stück und ihm fehlt genau 10 und Lusche. Ja, wir haben es ja gesehen. Meine beiden blanken Zehner hat er bekommen. Wenn er die Pik 10 noch drückt und Herz König, dann macht er in dem Spiel mit 4 Stichen 7 volle. Also dann geht er Richtung 80 ab. Jetzt hat er aus taktischen Überlegungen hier nur den Herz gespielt. Das ist ihm nicht gut bekommen. Da ist die Pik 10 verbrannt. Da ist die Trumpf 10 verbrannt, da ist ihm das Trumpf Ass übergestochen worden und jetzt hat er tatsächlich nur 43 bekommen. Gut, das ist eben das Risiko, wenn du gegen zwei Reizungen, gegen hohe Reizungen so ein Ding ohne 4 losmachst. Zweiten Spiel habe ich natürlich jetzt nichts mehr entgegenzusetzen. Da kommt er jetzt für 18 ran und spielt Grang. Will also wieder was gut machen, so oder so. Es ist ein einfacher Gang, aber diese Punkte, die wird er natürlich nicht mehr aufholen. Das ist auch psychologisch natürlich interessant. Was macht es mit dir, wenn du jetzt selber siehst, Mensch, der Grang wäre gegangen? Grang ohne 4, das sind 170 plus, stattdessen 150 minus. Das macht mal schlapp 320 Punkte Unterschied in einem Spiel. Ja, da hilft es dir jetzt auch nichts, dass du mal einen einfachen Grang hinterher bekommst für 98 Augen. Diese Liste ist für Spieler 1, sage ich jetzt mal, abgehakt, nicht mehr zu reparieren. Spiel 3, da könnte ich ja noch mal 22 reizen. Tue ich auch, aber mehr ist es leider auch wieder nicht. Gut, Spieler 1 steckt den Kopf nicht in den Sand, vielleicht hat er jetzt auch ein bisschen Karten. Vielleicht gibt es auch ein kleines Skatwunder, auch sowas ist mal möglich, dass trotz so eines verlorenen Spiels dann der Lauf losgeht oder die Karte hinterherkommt, aber selbst dann, selbst wenn er jetzt hier noch 4, 5, 600 spielt, wird er sich doch immer fragen, was wäre, wenn ich diesen Grang gespielt hätte. So, hier hat er jetzt einen starken Sechstrümpfer, einen Trumpfstich machen wir, Herz Ass hat er auch, gut, jetzt sind es noch zwei unbekannte Karten, da können wir nur aus dem Schneider kommen. Jetzt noch eine unbekannte, also entweder er hat Karo Ass oder mein Partner so oder so, wir sind raus. Das ist dann manchmal eins von diesen langweiligen Spielen, wo einfach nicht besonders viel Spannung drin ist. Also langweilig natürlich nur im Vergleich zu anderen Spielen. So, und jetzt erste Überraschung. Eingepasst beim Rocket habe ich auch noch nicht oft gesehen.
Ja, müsste ich mir glatt nachher mal anschauen, was da im Skat lag. Aber jetzt, Spiel 5. 6 Trumpf, Seitenass. Und passe, passe. Wenn da jetzt mal nicht Karo Ass und Herz Bube liegt, naja, nicht ganz. Immerhin Kreuz Ass, ein Ass drin und ja, und noch ein anderer Kleinkram, den tun wir wieder weg. Haben wir ein schönes 6-Trumpf-Spiel. So, einmal mit Pik Bube. Wenn ich jetzt aus Mittelhand einen Trumpf Vollen fange, dann hätte ich vielleicht danach mal mit der Lusche nachgesetzt, wenn ein Voller draußen ist. Jetzt fange ich den Vollen aus Hinterhand. Gut, dann lieber gleich nochmal nachgraben. Vielleicht hat er das Trumpf Ass auch noch. Nee, hat er nicht. 4 Trumpf stehen dagegen. Gut, dann war es trotz alledem keine schlechte Idee, einmal von oben hin zu langen. Ja, die 4 Trumpf, die machen mir hier keine Angst. Dafür ist die Beikarte zu gut. Okay, jetzt ist natürlich alles gegessen, wo ich noch die 21 in Pik einfange. Schneider frei, aber auch nicht zu verhindern mit der Kreuz 10. Also auch das ein Spiel ohne große spielerische, anspruchsvolle Highlights oder Besonderheiten. Der konnte einfach ganz geradlinig abgewickelt werden. Und da ist meine Hausnummer. Im Spiel 5, 1 zu 0 plus 27 und schon am Tisch ganz weit vorne. Wenn das mal so bleibt, wenn das mal immer so einfach wäre. Ja, nee, jetzt kriegt er auch noch bessere Karten. Gang mit Zweien und die Buben springen links und rechts wie bestellt. Dann müssen wir natürlich schnell mal was ins Geschäft investieren, in der Hoffnung, dass wir wenigstens rauskommen, aber können wir gar nicht, können wir nicht. Es gab nur diesen einen Pikstich, 13 Augen haben wir gemacht, das ist unser ganzer Stolz. Also, Spieler 1 straft meine Worte Lügen, er hat sich schon wieder an mir vorbei, er gemogelt, wer verkehrt gesagt, er ist richtig vorbei gestürmt mit so einem 96er Spiel. Und jetzt mischt sich auch noch Spieler 2 ein. Und spielt auch einen Krang. Leute, was ist denn hier los? Spiel 7. Wenn er den gewinnt, und den wird er wohl gewinnen. So, hier, Scheiße. Kreuz König. Kreuz Lusche auf den Buben abgeschmissen. Jetzt den Kreuz König blank dazu. Also 7 Karten vom Alleinspieler kennen wir schon. 3 Buben und 4 Kreuz. Ja, normalerweise wird er wohl noch ein Ass haben müssen, sonst hätte er den Gang nicht machen können. Also kann für uns nur Schneider frei das Ziel sein. Oh. Oh, guckt euch das mal an. Jetzt können wir natürlich aufgeben. Er hat natürlich nur noch Kreuz und Buben. Aber was war das denn für ein mieser Gang? Zwei Stiche Pik, ein Stich Herz und 4 Kreuz. Gut, wenn die Kreuz zu dritt stehen, dann kann er das Ding auf jeden Fall begraben. Dann gibt er 5 Stiche ab, dann nützt ihm das dann auch nicht, dass die Herz 10 gedrückt ist. So sind wir natürlich gerade noch rausgekommen. Ja, und da haben wir es wieder. Spiel 7, ich habe meine kleine Hausnummer und bin Tischletzter. So bleibt das aber nicht, das kann jetzt nicht wahr sein. Okay, ich sag mal so, uninteressanter Zwischenstand. Da kommt noch was. Gut, aber dieses Spiel, naja, 18 kann ich halten, aber mehr auf nicht. Mehr nicht, geht nicht. Ich bin noch nicht bereit für den totalen Nervenverlust. Wir wollen noch ein wenig seriös bleiben, sonst wird das auch nichts. Pik, okay. 4 Trumpf dagegen. Ass dabei, 10 dabei. Wenn du die Trümpfe in der Anzahl dagegen hast, dann ist es an sich gar nicht so gut, dass du noch 2 Volle im Blatt hast. Die müsste eigentlich dein Partner haben zum Schmieren. Aber ja, gut, wo kann ich sie unterbringen? Was ist das für ein Spiel? Vielleicht in Kreuzstichen. Jedenfalls, gut, es kann auch noch sein, dass er einfach Herz zu dritt hat oder Karo zu dritt, man weiß es noch nicht so genau. Ich spiele trotz alledem, trotz der 4 Trümpfe hier gerne blank aus. Der König ist ja auch eine Karte, mit der ich kein Risiko eingehe, meinem Partner was kaputt zu machen. Es fliegt aber direkt die Dame. Warum legt mein Partner die Dame? Also der Verdacht liegt nahe, dass er nur Dame 10 hat, sonst hätte er auf den König auch die Lusche legen können. Dann hätte der Alleinspieler viermal Kreuz dabei und ich habe ihm natürlich ein paar Kreuzen hochgespielt, allerdings mit oder eingespielt, sagen wir mal zumindest, allerdings mit dem Vorteil, dass wir hier auch unseren ersten Stich bekommen und ich da wimmeln kann.
Gut, wenn es ein Sechstrümpfer ist, dann ist das sowieso mein einziger Beikartenstich. Und wenn es ein Fünftrümpfer ist, dann traue ich dem Alleinspieler ohne weiteres noch das Karo Ass zu. Dann kann er eigentlich nicht so ein schwaches Spiel haben, dass er dann noch eine Herz-Dusche an der Seite trägt. Deswegen jetzt das Herz Ass gewimmelt nach einer kurzen Bedenkzeit. Alle Augen rein, 31. Ich habe noch Trumpfstiche in der Flosse, und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Okay, und er wird ins Karo Ass eingespielt. Das Karo Ass hat er also. Mein Partner den Pik Buben. Also ja, es ist der 5 Trümpfer. Dann hat der Alleinspieler wohl jetzt noch 3 Trumpf und die beiden fehlenden Kreuz Luschen. Wir haben 37 liegen. Meinem Partner traue ich natürlich, wenn überhaupt, kann er nur noch die Herz 10 haben. Und Luschen darf ich jetzt natürlich nicht stechen. Da kriege ich allemal mehr, wenn ich jetzt geduldig bin. Auch die Karo 10, die kriege ich sonst nicht heim. Da muss abgetragen werden. Und dann gibt es auf Trumpf die Bilder. Und zack, 51 und 9 Augen. Es hat noch genau für 60 gereicht. 5 Augen in Trumpf noch eingesammelt. Ja, das war also der Blattschuss für Spieler 2. Der ist jetzt in Spiel 8 auch aus dem Rennen ausgestiegen. Dann, naja, zumindest aus dem Rennen um die großen Plätze. Wie es hier am Tisch ausgeht, das kann ich jetzt noch nicht ganz genau sagen. Das kann sich ja noch drehen, aber nach so einem teuren Spiel wird er wohl hier im Turnier auch nicht mehr der Großmeister werden. Sieben Augen nehmen wir mit. Ja, und dann, warum eigentlich nicht direkt Kreuz 10 überprüfen? Aha. Ja, der siebte Kreuz, man kann ihn spielen, aber wo soll der uns hinführen? Ich habe die anderen Farben auch zwei. Ich habe noch die Trumpflusche mit, also Trumpf steht auch glatt. Okay, hätte ich hier noch einen Überstich mit dem Herz König forcieren können? Naja. Ich hatte eben die Hoffnung, in Karo eine Farbe zu klären, vielleicht da die Stechfarbe zu finden. Dann wäre das vorteilhafter gewesen. So, nach 9 Spielen. 2,78 hat Spieler 1. Ja, rechnet mal die 330 dazu. Das hätte eine sehr gute Runde werden können. Ich habe 157, also irgendwas muss jetzt auch noch passieren, sonst wird das wieder so eine enttäuschende Liste. Spiel 10, 3 Buben, aber nichts dabei und Spieler 1 reizt schon wieder. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich hier rankomme. Wenn der wieder die Asse hat. Ah, da! Er passt auf 23. Dann könnte man ja was finden. Gut, ein Ass dabei, ein passendes Ass, das Herzass. Das ist zum Grang zu dünn. Herz oder Pik ist hier bestenfalls die Frage. In Mittelhand kann dieser Pik natürlich dann auch schnell mal kritisch werden, wenn da dann 4 Trümpfe stehen und Herz zu dritt oder so. Also der 7 Trümpfer ist mir hier sicherer. Und falls Trumpf dann irgendwie unrund steht, gestanden hätte, das ist es hier, nee, ist hier nicht der Fall, dann kann man aus Pik 8, 9, 10 auch mal die 10 vorspielen, um sich gegen die jeweils blank stehenden möglichen Bilder abzusichern. So habe ich das natürlich nicht nötig. So hätte ich jetzt nur gegen alle 4 Pik in einer Hand verlieren können, aber auch das eher theoretisch, denn meistens ist es dann schon möglich, sich auf ein Ass einzuschießen und dann 61 zu kriegen. So. War alles gut. Ich habe jetzt sogar Schneider gespielt, denn Spieler 1 hat da das Pik Ass dann zu früh gezogen, sodass er nur wirklich den einen Stich bekommen hat. Und damit bin ich auf Schlagdistanz. Damit bin ich rangerobbt. Gut, in diesem Spiel werde ich ihn zumindest nicht aus eigener Kraft überholen. Das ist auch schon wieder zu sehen. Also die Karte, sie, ja, sie quält sich ein bisschen. Klar, auf 12 Spiele ab und zu ist dann auch mal ein gutes dabei, das muss ja auch so sein. Aber im großen Ganzen ist das doch auch eher hier eine bescheidene Angelegenheit. So, nun bekommt Spieler 1 auch noch das Spiel. Ich hoffe mal natürlich nicht, dass er sich entscheidend absetzen kann. Immerhin hat mein Partner ein bisschen mitgereizt. So, Kreuz ist Trumpf, gut. Dame, König, 10 Herz ist natürlich eine starke Angriffskarte. Farbe, wenn das der Blanke ist von meinem Partner. Und das scheint der Blanke von meinem Partner zu sein. Und nicht nur, dass er hier eine Lusche legt, sondern er hat direkt das Ass. Wenn also der Alleinspieler da auf den drei Luschen steht, dann habe ich jetzt natürlich noch schöne Stiche im Blatt. Und das sieht ganz danach aus, deswegen nehme ich auch gleich raus.
Mein Partner hat sowieso vielleicht noch einen dunklen Buben oder noch einen Bubenstich bei der 22er Reizung. Dann jetzt schnell auf 26 rausnehmen und einfach diese Herzstiche hinziehen. Ja, 46 und jetzt noch Karo 10, Schnapp 60 und wahrscheinlich kriegen wir sogar noch das eine oder andere. Aber da haben wir Spieler 1 jetzt auch erwischt, das zweite Mal. Das steigert jetzt natürlich meine Chancen deutlich, dass ich diese Liste hier mal einmal wieder nach Hause spielen kann. Ja, vor dem letzten Spiel 297 zu 156, das müsste also auch schon ein 96er werden, wenn er mich da noch vom ersten Platz der Liste vertreiben will. Oder ich müsste ein teures verlieren. Das kann natürlich auch passieren, denn bei 297 kann ich jetzt, wenn noch was kommt, ja auch noch mal auf ein eigenes Turnierergebnis spielen, auf ein kleines Preisgeld hoffen. Ja, das Spiel gibt eine Reizung her. 6 Trumpf, ein Ass. Na klar, Spieler 1 reizt mit, aber bei 24 bin ich dran. Zack! Kreuz Ass gefunden. Das müsste doch reichen. Also das ist ja natürlich ein sehr gutes Spiel jetzt. Drei Augen im Keller, 6 Trumpf, 2 Seitenasse. Das müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht irgendwie zu lösen wäre. 17. Bube raus, hoffen, hinten bleiben. Oh, schon ein glücklicher Stich, 4 Trumpf dagegen, aber der Bube von mir trotzdem nicht schlecht investiert, denn er lockt den Pik-Buben raus und damit ist Karo Bube hoch. Auch das schon mal erfreulich. Einstechen 31, 34. Gut, und dann erstmal klein raus und schauen, dass da eben schon die Herz-Dame kommt, ist an sich auch ein gutes Zeichen. Dann hat er gar nicht Herz so lang, dann vermute ich schon, dass er Pik noch mithaben könnte. Stechen auf 48. So, wenn ich jetzt das Pik Ass direkt ziehe, kann er natürlich versuchen, mich in Trumpf wieder zurückzuspielen. Also kann ich auch noch einmal meinen hohen Buben abspielen. Ans Trumpf Ass komme ich ohnehin nicht ran. Auf 50 und wenn er jetzt Pik Ass stechen sollte, was er nicht tut, dann säße ich immerhin hinten. So, 71 Augen, Spiel gewonnen. Locker nochmal Pik raus. Mal gucken, ob ich noch einen Stich mache. Oh ja, er wirft Kreuz ab, dann hat er doch noch Herz. Warum hat er denn das Herz Ass nicht geschmiert? Habe ich noch 11 Augen mehr bekommen? Gut, ob ich 71 habe oder 82, da kräht jetzt kein Hahn mehr nach. Ich habe 374 Punkte, 3 zu 0 und 3 von der Seite. Das ist solide, das ist in Ordnung. Vielleicht gewinne ich sogar noch 1,50 oder 3 Euro zurück. Für sehr viel mehr taugt es nichts. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ich bin ja nicht mehr im Kampf um die Wochen- oder die Monatswertung dabei, weil ich mich da schon durchgesetzt habe. Das Thema, das Ticket habe ich schon gelöst. Also hier bleibt nur zu bemerken: Tisch gewonnen, keine Auszahlung, souverän gewonnen. Ja, so einfach ist dann manchmal Tennis und Skat natürlich auch. Ich wünsche euch ein gutes Blatt, einen schönen Abend, bleibt dabei, bis bald.